Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia, mal wieder Da Vinci und mal wieder die Jungs auch dabei. Hallo. 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 Wir sind die Jungs, hallo. Wir sind die Boys. Ja, soll ich Kollegen sagen oder was? Nee. Das sind doch meine Fanboys. Ah, oh, sicher. Ja, logisch, klar. Ja, nur von dir. Ist doch keine Frage. Ja, ja, ich denke mal, heute werden wir ein bisschen mehr sehen. In dem Part geht es dann ein bisschen, ja, wird hier noch ein bisschen erweitert. Hier wird noch ein Weg hingekommen, der Teich wird neu angepasst. Hier wollte ich tatsächlich einen richtigen Weg lang vorbei machen, aber das hat dann irgendwie nicht so funktioniert, bis der liebe Rick mir gesagt hat, woran es liegen könnte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Lösung war, aber ich erinnere mich daran, dass wir es gefixt haben, ja. Ja, ja, wir haben das dann gefixt. Und ja. Das wird dann hier noch kommen und ein Restaurant kommt noch. Oho, also viel los in der Folge. Ja, hier wird mal ein bisschen mehr zu sehen bekommt man hier. Ja, die ganze Achterbahn haben wir gesehen. Jo, ne? So schnell geht das. Ja, kurze Fahrt, 3 Sekunden oder so. Ja, es muss ja da und da, hier und da noch ein bisschen angepasst werden. Die Achterbahnstützen kommen ja teilweise noch weg. Und noch Custom-Stützen. Oh, hin. Custom. Ja, beziehungsweise sind ja schon. So ist ein Triggerwort für dich geworden. Ja. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Bereich tatsächlich. Das finde ich eigentlich ganz gut geworden. Ich habe das auch gar nicht kommen sehen, dass du so ein bisschen, ich nenne es mal ländlicheren oder naturbelassenere Ecke hier in den Bereich reinbaust. Aber irgendwie finde ich es ganz schön, weil es so ein bisschen aufbricht. Ja, ich fand es aber auch passend zu dem Gebiet Pompeji, der daneben ist. Ja, das ist direkt daneben, richtig. Ja, und deswegen hatte ich das da halt so ein bisschen, dass das so ins Ländliche und nachher ja auch in dieses Ruine-mäßige geht. Ja, ja, gut. Ist die Mauer zwar noch zwischen, aber an sich ist es nett, so ein bisschen Übergang zu schaffen. Ja, aber irgendwo, die Mauer geht ja nicht komplett durch. Ja, stimmt. Das ist ja so, der Vulkan ist ja schon so halb mit da drinnen, ne? Ja, genau. Mal gucken, wie der am Ende aussieht, bin ich immer gespannt. Ja, das müssen wir sowieso alles nachher nochmal ein bisschen anpassen, das stimmt. Ja, also ich glaube, wir finden genug Sachen, die man noch anpassen kann. Ja. Das ist kein Problem. Der Mitaro freut sich ja schon drauf, durchzugehen und alles zu checken. Ja, alles zu checken, Yibi. Mhm. Ob irgendwas also, fliegt, ob die Schilder benannt worden sind. Ja. Darauf hatte ich keinen Bock mehr. Ja. Ja. Haben wir jetzt schon gemacht. Ja, ich bin fertig mit meinem, was ich vorhatte und Ja, kleinen Scheiß machen wir dann. Nee, ihr wolltet nur nach Pompeji fertig machen. Also hier, da steht übrigens schon also, einiges. Also, was heißt denn Pompeji fertig machen? Pompeji ist noch angefangen. Ja, stimmt. Also der liebe Rick muss erstmal noch Venedig fertig machen, bevor wir dann rübergehen zu Pompeji. Ja. Weil wir können Pompeji nicht machen, der Mitaro und ich, weil der liebe Rick ja schon einen Plan im Kopf hat. Und wir wollen den Plan ja nicht zerstören. Deswegen müssen wir erstmal warten, bis Venedig fertig sind. Er ist, ja. da der liebe Rick ja noch ein bisschen länger braucht, weil er momentan nicht viel Zeit hat, wird es wahrscheinlich erst 2035 passieren. Ja. Wer kann denn damit rechnen, dass ihr beide innerhalb von einer Woche 10 Bereiche baut? Ja, was? Das stimmt ja gar nicht, 10 Bereiche. Ja, 2035 stimmt auch nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Nein, wir geben unser Bestmögliches, das tatsächlich dieses Jahr fertig zu machen. Ja. Also das sollte schon unser Ziel sein. Ich habe gesagt, genau, März. Hier ist, ja, hier. Nee, hier warst du nicht dabei. Hier warst du nicht dabei. Nee, hier warst du nicht dabei. Ja, wenn du was sagst, okay. Nee, hier warst du nicht dabei. Hast einfach entschieden jetzt, okay. Das ist krass. Es ist so krass, wie es jetzt aussieht, ne? So sieht es gar nicht mehr aus. Es ist so witzig, ey. Es ist echt geil. Jetzt hat sich halt richtig was getan, ne? Ich meine, der Bereich war ja vorher auch, also generell, ne, bevor du in den Bereich genommen hast, ist ja wirklich viel Wege drin gewesen.
Ja, nur so halt Objekte, wo was eventuell stehen könnte und so weiter und so fort. Oder halt diese wunderschöne Kirsche. Ja, die ist wirklich wunderschön. Also das ist auch das Stationsgebäude ist auch total klasse geworden. Ja, stimmt, ja. Also da kommen wir ja auch noch später rein. Da fehlt ja noch die Beleuchtung und da werden wir dann später noch hinzukommen. Aber hier sind wir erstmal jetzt noch draußen auf dem Hof. Oh, schön. Genau, da musste ich ja auch noch fertig machen. Das, also so sah es halt überall aus. Ne? Da, man hat so ein bisschen die Objekte gehabt, wie man sich das so ein bisschen vorgestellt hat, wo was hinkommt. Und daran hat man dann halt die Fassade angepasst. So, jetzt hat das hier nicht so gut gepasst, wie ich das haben wollte. Und dann war mir das alles zu blöd. Und dann habe ich, was habe ich gemacht? Was hast du für einen Trick gemacht? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Was mache ich denn da? Was mache ich da? Ich verstehe das nicht. Ah, genau. Ich habe die einfach genommen. Einfach kopiert. Ja, ja, gut. So. Du hast halt ein gutes Baukastensystem da gebastelt. Ja, ich wollte mich auch nicht zu, ich hätte mich natürlich auch wieder dann aufhängen können da an dem, in dem Bereich. Da wäre ich bis heute noch nicht fertig. So. Nee. So, und dann habe ich das irgendwie so gelöst, dass da einfach die Ecke frei ist. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ich meine, solange der Ausgang funktioniert, ist doch gut. Der funktioniert, das funktioniert alles. Da ist reichlich Platz. Ja. Aber das fand ich halt cool, dass ich da hier, ich weiß gar nicht, da ist jetzt ein bisschen mehr Platz, in diesem Part. Ja, da habe ich ein bisschen mehr Platz, aber da, ja, genau. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man dann halt so durch das Gitter gucken kann. Ja. Ja. Es ist halt immer cool, wenn man sich Attraktionen von außen irgendwie gut anschauen kann, ne? Wenn es irgendwelche guten Orte gibt, von denen man das gut sehen kann, alles. Ja, das stimmt. Oh, die Mauer habe ich auch noch verbessert, weil dann doch das Fahrgeschäft da durchbackt an, oh Gott. Ja. Ist doch durchgebackt. An gewissen Stellen, je nachdem, wie dann der Propeller halt sich gedreht hat vom Waggon. Ah, ja, ja, ey, hallo. Wenn, machen wir schon richtig. Ne? Ja, klar doch. Dafür stehen wir ja mit meinem Namen. Mit unserem Namen, Entschuldigung. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Nee, Quatsch. Das ist kein, noch gibt es kein Copyright. Also, was du alles vorhast. komm mir nicht so mit deinem. Also ich bin gespannt, ob 2025 von dir der Stream kommt. Ja, das fand ich gut. Ja. Ja. Also. Kannst du ja auch wirklich kein so falsches an. Wort sagen, ey, ne? Ja, fang nicht so an. Nicht mit Commander. Nee. Ja, hier baue ich tatsächlich ein Restaurant noch hin. Ich hatte so viel Langeweile. Cool. So viel Langeweile. Aber ich finde das sehr gut. Ich finde es auch sehr schön. Ich meine, du brauchst ja auch einen Grund, da hinten hinzugehen, ne? Ja. Ich musste erstmal die Platten da hochheben, damit ich überhaupt weiß, wie war denn der Weg hier? Ich wusste es ja nicht. Ich habe den Bereich ja nicht gemacht. Es ist aber voll oft so. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist es eigentlich fast immer so, dass es unter dem, unter diesen Platten oder was immer ich nehme, um so einen Platz schön zu machen, die eigentlichen Wege sehen aus wie Kraut und Rüben. Das ist so ein Chaos immer. Naja. Ja, deswegen verdeckt man die ja auch. Ja. Na, das ist klar. Ich habe es tatsächlich irgendwie versucht. Ich glaube, ich habe heute erst irgendwas gebaut, wo ich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit einfach den normalen Weg vom Spiel benutzt habe. Und ich war mir so unsicher, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Den normalen Weg vom Spiel? Wie meinst du das? Bei dir in Pisa. Ja, so wie du es jetzt gerade da im Video hast, dass du die normale Textur vom Weg nimmst, die im Spiel drin ist. Ich habe mich so daran gewöhnt, jeden Weg zu covern mit irgendwelchen Platten oder so, dass ich es gar nicht mehr gewohnt bin, überhaupt mal einen Weg so zu ziehen. Ach so, ja, nee, ich fand, das passt halt zu Pisa, ne? Ich meine, das sieht auch nicht anders aus, ist auch alles asphaltiert halt, ne? Ja, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ich bin es einfach nur nicht mehr gewohnt gewesen. Naja, klar, es ist hier ja genauso, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, wie ich das sonst mache, aber das ist einfach nur eine Kante. Und dann geht es halt in dieses Stück Grün raus. Weiß ich auch nicht, was du da groß machen sollst.
keine Ahnung, Bürgersteig oder so. Bürgersteig, ja, in Da Vinci, genau. Ja. Passt auch. Ja, klar. Oh, hier ist übrigens der Bürgersteig, ne? Da dürfen nur die Bürger drauf. Das hat auch Da Vinci erfunden, ne? Ja, der Bürgersteig. Und dann den Meckes. Ja. Ja. Die Ecke war auch noch ein bisschen blöd. Ich fand das so, wenn du die einmal anfängst zu drehen, ne, die Dinger, dann sehen die so hässlich aus. Das passt sowas von gar nicht dazu. Ja, klar, ja, muss das halt kaputt dann. Ne? Ja, genau. Ja, eben, genau. Ja. Ja, in dieser Folge hat man doch ein bisschen mehr gesehen, gell? Ja, war sehr schön, die letzte Folge. Ja, fand ich auch. Aber die letzte Folge war dann tatsächlich mehr so oder weniger die Vorbereitung. Aber so ist das halt manchmal. Das muss man ja auch irgendwo fängt man ja an, ne? Genau. Hat sich ja ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt, denke ich mir auch. Ja. Der Part schon wieder vorbei. Ja. Der Part schon wieder vorbei. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir schauen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.